Hallo liebe Festgemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stiftung Fuseltest. Heute mit der reizenden Ray und mir und Turmbräu, Banane und Hefeweizen. Original. Ich sehe hier weder Hefe noch Banane drin und es riecht wie ein bisschen Kaba Banane. Kennt ihr noch Kaba Banane? Man riecht immerhin Banane. Es riecht ziemlich Banane, ja, das stimmt. Schmeckt auch sehr Banane. Es schmeckt auch künstlich Banane. Oh. Auch nicht Weizen, sondern künstlich Banane. Es schmeckt weder nach Weizen noch richtig nach Banane. Also schon gar nicht nach Bananenweizen. Vor allen Dingen, wie gesagt, alleine die Tatsache, dass das Zeug durchsichtig oder quasi durchsichtig ist. Das. Boah, das wird widerlich. Ich möchte es eigentlich nicht trinken, aber Fuseltest ist halt Fuseltest. Geht's ab, du hast den Kandidaten. Ja, das geht nicht. Das ist halt so die Tester-Ehre, die gebietet mir, dass ich das Getränk dann halt auch austrinke. Es sei denn, jemand will probieren. Hättest ja dein Becher nicht so voll machen dürfen. Ja doch, das ist ja der Sinn der Sache. Wir schmeißen ja nichts weg davon. Wir sind ja nicht du. Ich schmeiß nichts weg. Du hast vorhin deinen Becher noch so. Nein, hab ich nicht. Ray, der war leer. Ich hab gesehen, wie es da rausgelaufen ist, wie aus dem Wasserfall. Das ist blöd gelaufen. Ja, das ist blöd gelaufen, genau. Schummler. Das war ja auch mehr Zahnputzmittel wie alles andere. Das war eklig, aber wir haben uns das ja auch reingezogen. Ich mir auch. Ey, du hast damit den Boden getränkt und damit wahrscheinlich auf Jahre hinaus vergiftet. Und wir schauen die Tage mal, was hier eventuell wächst. Ja. Ich kann sagen, du bist doch die Biologin, Jahre. Weißt du so. Vernichtung von jeglichen Lebensformen. Gut, also. Also wenn man sich die Nase zuhält. Kann man es notfalls auch nicht wie wir. wenn man jemand anderem die Nase zuhält, dann schmeckt es auch nicht besser. Geht gar nicht. Also dieses Turmbräu, Original Turmbräu, Bananen und Hefeweizen, das fruchtig und spritzig. Nein. Schon wie ein sehr chemischer Bananensaft, ja. Es schmeckt wie Kaba Bananen. Kennst du nicht? Was hast du für eine Kindheit, Alter? Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, ich bin jünger wie du. Du hast wahrscheinlich noch nicht mal eine Gelbwurst in deiner Kindheit. Ich bin jünger wie du und komme aus Münsterland. Also, das ist der also in diesem Sinne. Du musst also, das neu drehen, das darfst du nicht hochladen. Zu 0% irrigierten Daumen von mir. Also ich. Nee. Du stimmst zu, oder? Ja. Also man kann es trinken, wenn man sonst nichts anderes hat. Ja, also wenn man besser in der Wüste ist. Wenn in der Wüste ist und zwischen zwei Eigenurintherapien. Also würde ich mich niemals trauen, damit eine Zimmerpflanze von jemandem zu gießen, den ich nicht leiden kann. Oh doch, das würde ich machen. Du infames Wesen. Evel? Frau halt, weißt du? Ich würde so sagen, ich bin eine die Frau. Die Wurzel allen Übels. Gut, also in diesem, Rinne, in diesem Sinne, hier Dingens, ne, so Pflaume. Früchte. Nee, Banane. Achso, ja, das andere, genau, Banane. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge Stiftung Fuseltest.